In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstücken. Aber wir finden seit gefühlt 10 Minuten den Laden nicht mehr. Mio. Ja, Mio geht Pichi Pichi machen. Genau, und ja, jetzt aber. Die Leute denken sich. Wir haben uns jetzt zweimal umgedreht, ne? Bescheuert. Ich schwöre. Warum gehen die hoch und runter? Und es ist so heiß. Heiß, heiß, heiß. Aber so heiß ist. Ja, wegen, du hast ein T-Shirt an, Baumwoll. Meins ist so ein richtiges. Leute, das ist angeblich falsch, aber das andere ist viel zu offen. Wir sitzen jetzt doch in einem anderen Restaurant. Bei dem ersten, wo wir waren, stand an der Tür für zwei Personen 39 Lira. Und dann waren wir drin, haben bestellt, saß es schon. Und dann hat er auf einmal gesagt, nee, das haben die ein bisschen falsch geschrieben. Pro Person bezahlt man 39. Und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass auf der Karte stand für eine Person 19,90 und für zwei Personen 39,90. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann essen wir hier nicht. Dann sind wir aufgestanden, hat er sich richtig abgefuckt, hat nicht mal okay gesagt oder tschüss, ist einfach gegangen. Tja, also nur weil wir jetzt hier zum Urlaub sind, heißt das, dass wir uns verarschen lassen. Okay. Jetzt sind wir wieder in dem Restaurant, wo wir letztens waren und Pide gegessen haben. Und auch den Adana gegessen haben. Hier wollten wir frühstücken, aber die haben gar kein Frühstück wegen Ramazan. Deswegen werden wir uns auch Suppe essen. Aber das Brot und alles Mögliche ist gerade richtig frisch. Das ist übrigens direkt bei Terra City. Was bei? Kommst du hier hin bitte? Lina will unbedingt spielen gehen. Wir sind jetzt im Spielzeugladen und hier ist so viel Auswahl. Sehr viel Auswahl. We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. In every category, over a lifetime, don't you know that everything falls apart? Welches T-Shirt ist das? So ihr Lieben, wir gehen jetzt was essen und danach gehen wir uns sonnen und baden. Wir haben uns schon fertig gemacht, wir sind gerade nach Hause gekommen. Ja, die letzten Sonnenstrahlen genießen, ne? Danach kommen wir nach Hause duschen, also ins Hotel. Ey, guck mal, Linas Ballon, wer hat das gemacht so?
Die Luft ist rausgegangen. Siehst du? Ja, nochmal. Genau, wir gehen jetzt essen, danach kommen wir noch, also wieder rein, duschen, dann legen wir Lina schlafen, packen schon mal einen Teil der Sachen, dann essen wir zu Abend und gehen raus. Nein, Baby sollen wir mitnehmen? Soll Baby auch Bichi-Bichi machen? Nein. Aber Osman war Bosurur, Süßigkeiten. Ja, und wir haben noch voll viel Schokolade und Süßigkeiten, das geben wir dann unten den Männern. Ja, weil das so leicht ist. Wir brauchen aber nicht mehr. Sonnencreme haben wir. Also bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt einkaufen. Wir haben jetzt sehr viele Pistazien gekauft. Und Traubendingens. Da kann sie. Also, ja, okay, warte. Wir haben sehr, sehr viel gekauft. Wir haben jetzt nochmal 100 Euro gewechselt. Weil wir uns dachten, wir müssen morgen auch Taxis zahlen. Ja. Ach, meine Füße. Warte, ich gehe am besten mit ihr. Und, nein, nein! Nein, nicht so aussehen. Lina geht jetzt hier schaukeln ein bisschen, weil die Spiele haben noch zu. Geht auch schon im Sinne. Wo das Land hier ist, voll schön, aber voll dreckig. Okay. Wo willst du drauf? Olsen, geh! Hm. Olsen? Da drauf? Hier? Geh. Olsen? Olsen? Ich Olsen. Kann ich checken? Ah, Lina! Ey, die haben das voll tief gemacht, ne? Ayan yukarı yap. Ayan yukarı yap. Die haben das so tief gemacht. Deine Füße dreckig gemacht. Tu deinen Fuß nach oben. Ja, so. Da, la, la, la. Macht Spaß? Warte, tief sag. Tief sag. So, wir fahren jetzt wieder ins Hotel. Wir sind jetzt im Taxi. Und gehen jetzt im Hotel essen. Wir essen jetzt doch nicht draußen. Ja. Und später gehen wir dann noch in die Shisha-Bar, wenn Lina schläft, nachdem wir unsere Koffer zurückgepackt haben. Oder lass uns die Koffer jetzt gleich direkt packen, ne? Dann haben wir das hinter uns. Leute, morgens und abends geht dieses Theater immer los, dass wir die Katzen hier besuchen. Und Lina spielt mit denen. Aber hier, die Besitzer sind so lieb. Die lassen Lina immer spielen. Du musst die kraulen, Schatz, die mögen das. Und drinnen ist es so schön eingerichtet. Seht ihr die Couch da? Es gibt nur solche Sitze. So, ihr Lieben, wir haben jetzt unsere Koffer gepackt. Wir haben auch gegessen schon. Die Schränke sind leer. Das ist unser Müll. Da haben wir jetzt alles Mögliche reingeschmissen. Sonnencreme und sonst was. Und das ist unsere Tasche, die wir jetzt mitnehmen auf dem Rückweg. Wir haben übrigens dafür die hier gekauft. Die sind frisch. Schatz, wie viel haben wir bezahlt? Für 1,5 Kilo haben wir 50 Liter bezahlt. Leute, ich musste kurz abbrechen. Oh, der läuft hier in Unterhose rum. Lina hat diese Puppe hier gefunden heute. Die ist noch komplett neu. Ja, das darfst du jetzt natürlich mitnehmen, ne? Und unser iPad lädt auf. Das ist das, was wir anziehen werden. Ja. Warte, Kabel, so musst du mir schön dein Ding sein. Ja. Ach, Schatz, hier sind auch noch unsere Tasche. Und das T-Shirt? Das ist das T-Shirt. Ja, natürlich nehme ich mit. Das ist aber voll nass. Egal, geht. Ich tue sowieso. Dann sind hier auch das Schuhe. Unser Ausblick. Hier ist übrigens auch ein Swimmingpool. Aber da kann man nicht rein. Das ist ein Umbau. Ja, wir waren heute im Hammam. Habe ich euch gar nicht erzählt, oder? Sehr schön war es da. So, hier haben wir jetzt auch alles aufgeräumt. Hier, mein Rasierer brauche ich nicht mehr.
sind Seifen und so. So. Das nehmen ja einige immer mit nach Hause, ne? Aber nee, machen wir nicht. Schatz, die Creme und so brauchst du noch, ne? Nur Creme. Andere Sachen nicht. So. Und das geht dann alles in den Müll. Zahnpasta natürlich nicht. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Im Bett, Dina muss schlafen und Audrey und ich sind gar nicht müde. Ich glaube, das ist die Aufregung und die Angst, ne, dass wir verschlafen oder so. Kann das sein? Wenn wir verschlafen, Leute, ne, dann sind wir. Und eben ist eine Frau gerade runtergekommen, Schatz, die meint, also unten, die meint, habt ihr ein Zimmer für eine Person? Dann meint die, wir sind für 4 Tage komplett ausgebucht. Doch. Deswegen war es heute so voll. Heute waren so viele neue Gesichter da. Ich glaube, die sind froh, wenn wir morgen früh weg sind. Natürlich sind die. Oh Mann. So, Lina guckt jetzt auf jeden Fall hier einen Kinderfilm. Und eine 6 kommt Money wieder rein. Ja, Mann. Ist ja schon Money drinnen. Aber wir würden auf jeden Fall dieses Hotel nochmal buchen und nochmal hier hinkommen. Also, das Einzige, was nicht schön ist hier, die Musik. Aber ich glaube, das stört nur die Türken unter uns, ne Schatz? Also die Ausländischen. Die haben nur dieses Duff, oder diese Chill-Musik, wenn du dich halt hinlegst und dich einfach sonnen willst und deine Ruhe haben möchtest. Türkische Musik läuft nur, wenn der DJ da ist und jetzt gerade eben. Boah, Schatz, dieses Tier sieht so ekelhaft aus, ne, da oben. Und er hat gerade mit seinem Flipflop eine Riesenmücke umgebracht und die klebt da oben einfach. Ich denke mal, die schläft morgen neben mir. Seine Leiche. Naja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mit Lena schlafen und dann gehen wir vielleicht nochmal raus. Gehen wir nochmal raus? Ja, natürlich. Letzter Tag, genieße. Naja. Also bis gleich.